Moin Leute, Luke hier und willkommen zu einem neuen Let's Play New Super Mario Bros. Wii. So, genau. Ich würde sagen, erstmal einfach mal hier auswählen und das Intro zeige ich nicht, da ich das ja in dem, das in dem nächsten Video ist. Also, wer das gerne schauen will, müsste da vorbeigucken, wobei die ja auch immer nicht so spannend sind, ne? So, und da wären wir Welt 1. Ich weiß gar nicht. Also, vielleicht überlege ich mir das doch nochmal und lasse es noch drin. Ist ja jetzt nicht das längste, ne? Ich starte einfach mal das Level. Ja, New Super Mario Bros. Wii. Freue ich mich mega drauf. Auch das zu 100% zu machen. Und dann nachher kann man ja mit den Star Coins hier die Sachen kaufen da. Und ich denke, die kann man sich ja mal angucken. Entweder kommentiert oder unkommentiert, das überlege ich mir noch. Aber das kann man auf jeden Fall mal machen. Ja, hier sammeln wir nichts ein, wirklich. Ja. Eigentlich ist das Prinzip ja klar, ne? Wir müssen durch die Level und alle drei Starcoins sammeln. Die fetten Münzen, die irgendwo in der Luft schweben. Ja. Da zum Beispiel. Und dann die Flagge erreichen. Die Endflagge, die Zielflagge. Fahne. Ich weiß gerade nicht, wie genau ich die nennen soll, ja. Ich weiß leider auch nicht mehr, wo die waren. Mein Gott, habe ich das Spiel lange nicht gespielt. Aber irgendwo, das weiß ich noch, irgendwo war eine geheime Röhre. Ob das hier war oder weiter. Und ich glaube, oben war auch noch irgendwas, ne? Ne? Oder ist hier nichts? Doch. Ja, Nummer 3, genau. Oh, da. Nein, komm schon. Wäre ich daran jetzt gestorben, ne? Nee. Also, ich weiß ja nicht, wie viel man so jetzt schon schaffen kann in dem ersten Part. Wobei die Welt auch nicht so lang war, ne? Sie ist halt auch nicht so lang. Zeit ist nachher schon länger, ja. Boah, ich hab so Bock auf das Spiel, ne? Glaubt man gar nicht. Vor allen Dingen, es ist auch nicht so das schwierigste Mario, wie ich finde. Es gibt natürlich immer so ein paar Level, die schwerer sind als andere, aber da ist nie so eins dabei, was wirklich bockschwer ist, ne? Und mal gucken, an welchem Level ich am meisten hängen werde. Oder am meisten failen werde, oder irgendwie so. Da werden wir mal sehen, ne? Oh mein Gott. Und wenn man so die Grafik sieht, denkt man sich auch nur, die ist irgendwie nicht so gut, ne? Also, jetzt gerade in der Höhle hier, die Steine gehen noch, aber Mario sieht irgendwie sehr pixelig aus, ne? Finde ich jetzt. Ich weiß ja nicht, aber ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der so sieht, ne? Oder nicht. Die Röhren sind auch, naja, ganz normal halt, ne? Wow, das war knapp. Ach, hier. Na ja. Dieser Bullshit. Los, dich noch. Was? Schade. Na, ein paar Leben haben wir bekommen. Ja, lebenstechnisch sollte natürlich auch denn kein großes Problem sein. Wenn ich schon sage, das Spiel wird nicht so das Schwerste. Was danach kommt und so, habe ich mir tatsächlich auch schon überlegt. Das steht schon alles fest.
Das ist ja jetzt, also nicht verwechseln, wenn manche Donkey Kong gucken und ich da tausendmal erwähnt habe, dass danach eins kommt, das ist es nicht. Ja. Das habe ich doch. Habe ich das nicht. Ich glaube, ich habe das in Mario Kart gesagt, dass das hier noch als viertes kommt. Also jetzt nicht denken, dass das Neue ist. Nein, das Neue startet auch noch. Ich weiß nicht genau wann. Ein paar Tage nach Donkey Kong halt, ich weiß nicht. Ich glaube, das sollte aber noch nicht zu Ende sein, wenn ich das hier hochlade. Also ganz gechillt bleiben, meine lieben Damen und Herren, ja. So, hier ist direkt mal ein Secret Exit mit zu der Kanone. Ich weiß sogar noch, wo der ist. Der ist irgendwo oben. Also irgendwo versteckt oben raufspringen. Das war doch hier auch mit Yoshi, ne? Yeah, Yoshi. Yoshi macht auch Spaß. Yoshi ist cool. Ich weiß aber nicht. Ich hatte jetzt. Bis jetzt habe ich eigentlich noch nicht vorgehabt, mir dieses Woolly World zu holen. Oder mit dem Regenbogenpinsel oder irgendwie ähnliche Spiele von Yoshi. Nee, das war ja Kirby, ne? Oh, verdammt. Nee, warte. Das war Kirby, oder? Und der Regenbogenpinsel. Ach so, ja. Gut. Nee, das hatte ich sowieso nicht vor, mir zu holen. Jetzt bin ich direkt mal. Alter, habe ich gefailt, Mann. Yoshi und der Regenbogenpinsel wäre auch mal was ganz Neues. Nein, natürlich. Meinte ich, nur Woolly World denn halt. Oder war da noch eins? Warte, wir holen mal die Star Coin. Ich kann mich doch mehr erinnern, als ich dachte. Das ist krass. Zack. Und dann. Verdammt. Ja gut, machen wir jetzt einfach mal ohne ihn. Ist mir auch egal. Einfach hier oben hin. Und dann gibt's da eine Röhre. Eine ganz schöne Röhre. Die einem zu dem Secret Exit bringt. Und ja, der bringt uns halt zu der Kanone. Wohin uns die Kanone bringt, weiß ich allerdings nicht. Ich glaube, Welt 4 oder 5 sogar schon. Ach, jetzt kommt er hier. Ach so, ja. Bla bla bla. Wieso kann man das nicht überspringen? Das ist voll ätzend. Wir retten die sowieso nicht. Weil das unnötig ist, man das nicht machen muss. Das ist nur irgendwie für 3 Pilze oder so. Es lohnt halt nicht, durch das ganze Level nochmal zu laufen. Vor allem, die glaube ich auch mehrmals in der Welt kommen können. Ja. Tut nicht Not. Boah, und der Propeller-Head, ne? Der ist so gut. Naja, als neues Item, ne, wurde er ja eingefügt. Rang gleich im ersten Level. Oh mein Gott. Super. Einfach nur durch hier. War mir jetzt eigentlich auch egal. Kriegt man bei 4 was? Nö. Kriegt man überhaupt was am Ende? Ich glaube nicht. Na, bei dem Retail hat man ja mal bei so 1, 1, 2, 2, 3, 3 und so weiter hat man ja Items oder Leben oder so bekommen. Hier aber anscheinend nicht. Und wir sind im ersten Castle. Und ich hoffe, ich krieg noch schnell das zweite Item zusammen. Und dann. Gut, da ist schon mal nichts. Jetzt müssen wir auf den warten. So. Geht das so?
Na, ich glaube, nee. Schade. Ist da das? Nein. Hier vielleicht. Besten Dank. Wow, da. Oh mein Gott. Blöder Pilzmann. Braucht doch eh keiner. Wer braucht denn schon Pilze, Mann? Das ist ein Mist. Oh Gott! Was mache ich? Das gibt's ja nicht. Alter, nein, mein Gott. Mein erster Tod im ersten, in der ersten Burg. Ja, das ist schlecht. Fängt nicht. Ach, come on. Was ist denn jetzt los? Das gibt's doch nicht. Ey, was? Irgendwie läuft das gerade nicht. Ey, was ist das denn gerade? Wieso? Wieso macht er das? Wieso bleibt er nicht irgendwie stehen und ich habe ja noch ein bisschen gegengelenkt? Der ist einfach weitergelaufen. So, du kannst mich auch mal. Blöde Eisblume braucht auch eigentlich niemand. Wie schnell das wieder zurückgegangen ist. Wow. Als drauf. Super. Ganz toll. Oh Gott. Ich dachte schon. Ja los, mach doch einfach. Ich hoffe, hier war die Starcoin. Nein, hier war sie nicht. Ich komme nicht mehr zurück. Oh Mann, soll das. Jetzt kann ich das Level nochmal machen. Ich weiß sogar, wo sie ist. Das ist das Schlimme. Na gut, hätte sich gerade jeder denken können, oder? Wenn da zwei Wege sind und ich gehe nach links und sage, ich weiß, wo die Sackern ist, dann ist sie natürlich rechts. Ja, logisch. So, muss ich jetzt... Oh, warte. Komme ich da so durch? Dann gehen wir nochmal von der anderen Seite hin. Ist mir auch recht. Schönes Leben noch. Wollte ich. Wollte ich unbedingt haben. So, rauf da jetzt. Und dann... So, okay, gut. Weiter geht's. Nice. So, wer ist der Erste? Ich weiß es nicht. Wie heißen die? Das sollte Larry sein. Heißt der Larry? Ist Larry? Hey, du. Ist Larry? Man weiß es nicht. Er antwortet nicht. Wie schön das aussah, wenn der Panzer sich dreht. Sieht ja mal richtig kacke aus, Mann. Aber na gut, es waren halt die Wii-Zeiten, ne? Wann ist das Spiel erschienen? Boah, keine Ahnung. Irgendwie 2009 oder so. War auf der Verpackung. 2009 irgendwie sowas, ne? Okay, dann schneide ich kurz noch die Starcoin rein. Ach so, ja, Speicher natürlich. Ja, und los. So, hier ist die Starcoin. Einfach hier hochhüpfen und dann ist sie wieder auf dem Weg. Gut, dann, ja. Bin ich gleich beim nächsten Level. So, da habe ich alle und weiter geht's. Also Welt 1 könnte tatsächlich noch kritisch werden im ersten Part. Also es kommt natürlich darauf an, wie lang der Part wird, aber es könnte noch kritisch werden.
Okay. Ja, mal gucken. Mal schauen, wie ich mich jetzt so anstrenge. Und dann sehen wir weiter, auf jeden Fall. Wobei, das ist eigentlich auch nicht so schlimm, ne? Wenn ich nicht in Welt 2 komme, denke ich mal. Ich wollte gerade sagen, wie hat er aufgehört zu schwimmen? Also, vorwärts zu schwimmen? Oh mein Gott. Gar nicht riskant, hier durch die alle durchzuschwimmen. Nein, oh mein Gott. Halbzeit. Hoffen wir mal, dass das die erste ist. So. Ja, tatsächlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, zack. Und weiter. Da ist die nächste. Holen wir mal ihn da. Nicht? Mhm. Das war doch so, ne? Man musste doch so machen und dann so, weil die Strömung sonst zu stark ist. Na guck mal, da ist schon die nächste. Ach, dieser Quatsch. Ich hoffe, das langt. Ja. Ich glaube, da drin war ein Stern und Leben oder so und das machen wir jetzt einfach mal nicht. Denn wir wollen schnell durch die Level. Denn sie sind einfach, wie man sieht. Sehr einfach. Ich meine, ich habe dafür jetzt 2 Minuten vielleicht gebraucht. Höchstens 2 Minuten. Das ist halt wirklich nichts, ne? Irgendwie nicht. Wobei ich auch am Anfang nur durchgeschwommen bin. Bis zur Halbzeit und dann kam mir erst die erste Starcoin. Und hier wusste ich die Starcoins auch noch. Oh, ich hoffe, er bewegt sich jetzt nicht. Ich habe keinen Bock, auch noch gegen den zu kämpfen. Natürlich. Ja, war doch klar. Wahrscheinlich. Wenn man entweder alle auf einmal tötet, also... Ah, super. Wow. Wenn man halt alle auf alle raufspringt, kriegt man ein Leben, glaube ich. Und wenn man keinen killt und nachher alle gekillt werden, kriegt man auch ein Leben. Hat bei mir nicht so gut geklappt. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Und wenn die groß sind und man alle klein macht, dann gibt es noch mehr als ein Leben. Ja, egal, nehmen wir halt die Feuerblumen nicht mit. Oh shit. Oh, guck mal. Sieh mal an. Starcoin. Propellerhead. Hm. So ein Teil. Yes. Hab's sogar geschafft. So, mal gucken. Was geht denn jetzt hier noch ab? Zweites Starcoin geht da ab. Super. Und wow, das war knapp. Da wollen wir natürlich auch rein. Drittes Starcoin. Ey, was ist denn los? Das geht schon wieder so schnell. Irgendwie auch zu schnell fast schon, oder? Also jetzt die Level hier. Ich meine, hier ist schon wieder Ende. Ups. 19 Leben. Wir kriegen noch die 20. Ich verspreche es. Im nächsten Level. Ja. Also ich hoffe, ich sterbe doch nicht, ne? Dann sind die 20 auf jeden Fall safe. Wie viele Münzen hatten wir? Jetzt kriegen wir vielleicht 21. Aber los geht's. Oh, ja. Immer schön die Levelnamen vorlesen wäre richtig gut, aber es gibt noch keine Levelnamen hier. Ich weiß gar nicht. Gab es bis hier noch gar keine oder
gibt's die in dem Spiel einfach nicht. Ich glaube, gab's nicht einen Weltnamen, also in Mario World? Was? Zweite? Ich meine, ich bin doch gerade mal erst ein paar Meter gelaufen. Was geht denn jetzt ab? Ach, guck mal hier. Oh mein Gott, das war richtig knapp. Ach ja, da muss man auf jeden Fall von oben rein. Wenn man von unten dagegen will, passiert das. Naja, ein paar Münzen. Ja, juckt mich jetzt nicht unbedingt. Deswegen einfach mal weiter. Ja, die zweite haben wir ja schon. Heißt. Komm, wir machen einfach mal so. Münzen sind ja jetzt auch nicht so wichtig. Das brauche ich auch nicht. Und Mittelflagge. Oh, Mist. Ich dachte, ich kann mich da runterducken. Ging aber nicht. Nee. Da oben ist auch noch was. Münzen. Oh mein Gott, was haben die mit ihren Münzen? Ich habe mich ganz klar gedreht. Logisch, man hat sogar das Geräusch gehört, also. So. Ihn haben wir auch. So. Zack. Und 21. Habe ich es doch gleich gesagt. Vielleicht kriegen wir 21. So, machen wir das Castle noch oder machen wir das Castle nicht mehr? Ich würde sagen, wir machen das Castle noch. Dann wird der erste Part vielleicht ein bisschen länger. Denn, ja, achte ich vielleicht mal in den nächsten Parts wirklich darauf, dass sie nicht allzu lang werden. Ich bin jetzt insgesamt bei 26 Minuten. Von so eine Minute am Anfang weg ist und... Ja, weiß ich nicht. Wenn, 2 Minuten fürs Intro, also wäre der jetzt auch nicht so lange. Da würde ich, oh mein Gott, sagen, da geht das Level auf jeden Fall noch. Und wenn ich das Intro drin lasse, ja, dann geht es halt 2 Minuten länger. Also. Bitte, was ist denn das? Ich glaube, da war keine Starcoin drin. Da oben ist das, ne? Ich bin mir nicht sicher, ich gehe da lieber hin. Das war hier, oder? Ja. Nee, war keine. Oh, gut, dass ich hingegangen bin. Da gibt es auch noch Leben hier, links und rechts. Und ja, das ist noch ein Item, glaube ich, damit man. Nee, dachte ja. Damit er auf jeden Fall einen Propeller kriegt, wenn man auch klein ist. Wobei, da kriegt man eigentlich ein Item. Ja, das sollte man, denke ich mal, nicht so schnell wieder verlieren. Hier rennen wir auch einfach durch. Ah, gut. Hier muss ich jetzt natürlich stehen bleiben. So, dich lassen wir mal runterkommen. So. Ein schönes Leben auch nochmal hier. Ich meine, sogar im Castle habe ich schon 2 Leben bekommen. Oh mein Gott. Und eigentlich hätte ich noch eins bekommen können. Ja. Viel zu leicht das Spiel. Oh mein Gott, ich muss besser aufpassen. Auf jeden Fall. Okay, auf A ist irgendwie nichts. Und auf B auch nicht. Ich glaube, auf A war diese Blase da, die man im Multiplayer machen kann. Ist man doch in dieser Blase und fliegt da rum oder so. Nice, dritte Starcoin. So, hier war eine Feuerblume. Und wer ist eigentlich hier Boss? Ich glaube nochmal der von der Burg, ne? Und da war das nicht, wo Kamek mal gekommen ist und da irgendwas gemacht hat beim zweiten Mal? Ja, also hier zumindest. Hier zumindest schon. Dann bin ich mal gespannt.
Natürlich ist der Kampf leicht. Sehr logisch. Ich weiß gar nicht, ob irgendeiner von denen schwer ist. Also vor allen Dingen, wenn man immer so raufspringt, ist ja eigentlich ist ja jeder Mario-Kampf leicht. Von den 2D-Marios. Zack. Eigentlich sind die ja eigentlich alle leicht, ne? Ja, eigentlich schon. Leider, ne? Aber naja, was willst du machen? Kannst du nichts machen? Einfach weiterspielen, ne? Und so tun, als würde dich das nicht stören. Na gut, stören tut's mich nicht, aber ich meine, es ist eh nur ein nerviger Bosskampf. Du willst ja die Level spielen und nicht gegen die Bosse kämpfen. So. Wow. Er geht einfach weg. Ich wollte doch noch da bleiben. Heißt, wir haben alle Star Coins, ist schon mal richtig gut. Und dann, ja, Morten. Nee, das ist nicht Morten, das ist Roy. Das kann man daran erkennen, dass der... Morten ist so braun-grau, ne? So, dafür bleibt jetzt aber noch Zeit. Nämlich einmal, das gehört ja noch zu Welt 1, ne? Das gehört ja noch zu Welt 1. Ja, help me, Marsch. Nämlich Welt 1 Kanone. Ich will wissen, wo die mich hinführt und ob das jetzt richtig war mit Welt 5. Ja, war richtig. Ich glaube, das ist die Eiswelt. Und es ist die... Was? Ist nicht die Eiswelt? Was war denn die Eiswelt? Also 6 ist es nicht. Das da bin ich mir sehr sicher. Man kann das schon alles nachgucken. Denn die Welten sind dann nur so komisch, ne? 3. Man sieht's. 3 ist die Schnee- oder Eiswelt. Weil 6 ist die Gebirgswelt, 7 Wolkenwelt und 8 sieht man ja Lava, ne? 4 ist Wasser oder Strand. Achso, ich wollte... 2-2. Und dann würde ich sagen, geht's im nächsten Part mit Welt 2 weiter. Ich bedanke mich hier fürs Zuschauen, hoffe, ich hat der Part gefallen und bis zum nächsten Mal und ciao.